Die Bank verdient doppelt und dreifach. Neben den Zinsen für den Kredit wird sie 65% von der Beute erhalten, Roth 35%. So ist es vertraglich festgelegt. In der Bankvollmacht heißt es, in den kommenden Wochen will die Kundin für jeweils 500 Millionen Euro Aktien von bestimmten deutschen Aktiengesellschaften am Tag oder ein bis zwei Tage vor der jeweiligen Hauptversammlung kaufen und am Tag oder einen Tag nach der jeweiligen Dividendenausschüttung verkaufen. Lediglich die Auswahl der DAX-Konzerne trifft Roth selbst. Er setzt auf dividendenstarke Werte wie E.ON, Siemens oder die Deutsche Bank. Die Einzelheiten werden dabei in das alleinige Ermessen der HVB gestellt, heißt es in der Vollmacht. Die Transaktionen werden außerbörslich abgewickelt. London, 19. April 2006. Am Vormittag erhalten Mora und Shields die letzten erforderlichen Dokumente aus der Hypovereinsbankzentrale in München. Die von Raphael Roth unterschriebene Vollmacht sowie die Auftragsbestätigung tragen das Datum des Vortages. Die Papiere enthalten alle Details zu den geplanten Transaktionen. Mora und Shields machen sich sofort ans Werk, legen Kurse, Valuten, Settlement und Handelspartner fest. Shields leitet die Papiere an ICAP weiter, inklusive der Vollmacht von Roth. Die Broker von ICAP wissen, was nun zu tun ist. Wie schon bei anderen Cum-Ex-Deals soll ICAP auch im Fall Roth gigantische Aktienpakete deutscher Konzerne kaufen, und zwar jeweils unmittelbar vor deren Hauptversammlungstag. An diesem Tag schütten Aktienkonzerne an ihre Anleger die Gewinne aus, Dividende genannt. Auf diese Dividende müssen die Anleger 2006 in Deutschland 20% Kapitalertragssteuer bezahlen. Die Konzerne ziehen diese Steuer gleich von der Dividende ab und entrichten den Steuerabschlag an den Fiskus.